Heute testen wir eine Unterkunft in Lucca. Ja, und zwar mitten in den Bergen, mitten in Olivenhainen, bisschen abseits von Lucca, aber man ist innerhalb von kurzer Zeit direkt in Lucca in der Stadt. Ja, inklusive Parkplatz, inklusive Ausblick, inklusive Terrasse mit schönem Blick und so weiter. Und wenn dich das interessiert, wenn du auch nach Lucca möchtest und eine tolle Unterkunft suchst, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Susch Finzens und wenn du gerne Reisevideos, Hoteltests, Tests von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und so weiter schaust, dann lass gerne ein Abo da, drück die Abo-Glocke, lass ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Aber jetzt lass uns erstmal diese Unterkunft checken. Lass uns mal hineingehen. Lass uns mal schauen, was uns hier erwartet. Das Zimmer, die Umgebung und so weiter. Komm mit! So, und hier befinden wir uns dann vor unserem Zimmer. Wir gehen mal hinein. Ja, und haben gleich im Eingangsbereich eine Garderobe. Wieder die typischen Decken. In der Toskana dann rechts das Bad, ja, mit Föhn, Keramikwaschbecken, Handseife, kleinem Spiegelschrank mit Toilettenpapier, einem aktuellen Foto von mir. Hier ist noch leer und auch hier wieder Spiegel enthalten. Ja, ein Handtuchhalter, hier unten haben wir den Mülleimer. Wir haben eine Dusche mit abnehmbarer Brause und auch noch Pflegeprodukte. Wir haben ein Bidet, eine Toilette, Toilettenpapierhalter, Klobürste. Ja, und wir haben hier ein großes Fenster, einen französischen Balkon sozusagen, direkt hier am Bad. Und schaut euch mal diesen Ausblick an vom Bad, welchen wir hier haben. Ja, toll. Ja, also das Bad recht groß. Und jetzt gehen wir mal in den Wohnraum, in den Schlaf- und Wohnbereich. Hier haben wir gleich rechts erstmal einen Mülleimer, ein kleines Tischchen. Wir haben Nachttischlampen, welche an der Wand befestigt sind. Darunter Steckdosen und man kann hier die Lichter direkt am Bett anschalten. Ja, ein großes Bett, eine schöne, gute Matratze, eine durchgehende, feste Matratze. Ein italienisches Bett mit zwei Kopfkissen. Ja, das sind so Einsinkkissen. Hier drüben haben wir noch ein Tischchen, eine Stehlampe, auch hier nochmal Steckdose und Lampe direkt am Bett. Hier drüben noch eine Stehlampe. Hier haben wir eine Kofferablage und hier haben wir auch noch mal einen herrlichen Blick. Schaut es euch an, in den Garten und über die Berge, Weinberge und Olivenhaine. Ja, dann hier unten haben wir einen kleinen Kühlschrank, der ist von uns jetzt schon gefüllt. Darüber ein Schreibtisch mit Schubladen, Tassen, Blumen, einen kleinen Fernseher in der Ecke mit einer Bilddiagonale von 60 cm. Wir haben hier Teesorten, verschiedene Teesorten. Wir haben einen Wasserkocher und auch Steckdosen. Des Weiteren haben wir einen großen Schrank. Einen richtig großen alten Schrank zum Hängen und hier oben als Ablage. Hier oben sind auch noch Decken, sehe ich gerade.
Decken enthalten, also Decken für das Sofa. Hier haben wir ein weiteres Bett, ein Sofabett, das für die Hunde ist. Hier haben wir einen Sessel und noch ein kleines Tischchen mit Lampe in der Ecke. Ja, und ein weiteres Fenster, ja, mit auch mit tollem Blick, vor allem Fliegengitter, dass hier keine Mücken nachts reinkommen, mit tollem Blick in die Berge. Jalousien auch dazu, also Holzjalousien. Ja, erstmal ein toller Raum. Und das Fazit gibt es wie immer am Ende des Videos. Ja, hier befinden wir uns im Gartenbereich. Und die Vermieterin hat uns gleich gefragt, ob sie uns was zu essen machen soll. Eine Pasta. Ja, sie hat kein Restaurant. Sie kocht für uns privat eine Pasta. Wir haben Wein bekommen. Wir haben Wasser bekommen, ja. Und sitzen hier bei dieser genialen Aussicht. Schaut euch das an. Mit was einem tollen Weitblick wir hier diesen Garten genießen können. Ja. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe. Ja, wir sind direkt oben auf dem Berg. Wie findest du es hier? Wie gefällt es dir? Fantastico. Ja, nicht ja. Also einfach genial, toll hier. Man muss einfach genial, toll hier. Man muss es einfach genießen. So, und hier ist unsere Pasta, die wir jetzt bekommen haben. Von unserer wundervollen Vermieterin. Grazie mille. Mm. Oh, it smells so fine. Und ja, bei diesem tollen Ausblick hier können wir jetzt dinieren. Also, was wir hier bekommen haben, ist Spaghetti mit Tomatensauce. Aber das ist keine Spaghetti mit Tomatensauce, sage ich euch. Also, sowas Grandioses bekommt ihr in Deutschland nicht. Also, feinste Kräuter, Knoblauch, Zwiebeln, ganz fein geschnitten, Parmesan. Also, aus frischen Tomaten, aus richtig frischen Tomaten gemacht. Das ist nicht das, was man aus Deutschland kennt. Das ist richtig, ja, delicioso. So, und jetzt machen wir mal einen Rundgang durch das Grundstück. Hier drüben könnt ihr die Berge sehen, die kleinen Städte. Ja, überall hier tolle Pflänzchen. Und jetzt schauen wir uns mal die Weinberge hier von der Vermieterin an. Ja, hier haben wir die Olivenhaine, die dazu gehören. Wow, schaut euch das an. Ja. Wow. Ja, und hier haben wir die Wingert Weinberge. Is this also wet wine? Wet or white? Red wine. Wet wine. Huh? Schaut euch das an, riesig groß, Olivenhaine über Olivenhaine und jede Menge Wingert. Ja, und jetzt genießt mal diesen Ausblick von hier oben. Wow, einfach gigantisch. Was sagst du dazu? Großartig, ne? Wow. Ja, und hier drüben ein weiteres tolles Haus, mitten hinter diesen Wingertbergen. Ja, traumhaft hier zu leben. So, aber wir haben nicht nur hier draußen diese tolle Sitzecke, den Tisch mit diesem tollen Blick über Lucca, sondern wir haben auch drin im Innenbereich
eine, ja, tolle Sitzecke hier mit Kamin, die typischen Decken aus der Toskana, Musikanlage, Fernseher. Ja, und hier seht ihr dann die Küche. Am Abend oder am Morgen hier einfach entspannen bei diesem herrlichen Panoramablick zum Frühstück oder zum Abendessen oder einfach danach, wie ihr möchtet. Einfach genial. Unser Resümee zur Unterkunft in Lucca. Ja, schaut euch schon mal diesen Blick hier an. Das Frühstück genießen auf einer Hochebene, auf der Terrasse. Halb im Gebirge oder mitten im Gebirge. In Olivenhainen, in Wingertbergen, in Weinbergen. Über der Stadt von Lucca. Ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Ja, wir können es absolut empfehlen. Tolle Lage. Nette Leute, nette Vermieterin. Ein großes Zimmer, in dem wir wohnen. Frühstück ist inklusive. Kaffee, selbstgemachten Kuchen jeden Tag. Und ja, genau, Torta della Viso. Als wir angekommen sind, haben wir gleich eine Pasta zubereitet bekommen, obwohl das hier keine Gaststätte ist. Also sie hat das wirklich privat gemacht. Ja, wir haben Wein dazu bekommen, Wasser und was wir gewollt haben. Ja, wir haben einen großen Lounge-Bereich, also ein großes Zimmer mit Esstisch, damit man auch drin sitzen kann, mit Kamin für die kälteren Tage und einem großen Fernseher. Es gibt eine große Küche, wo die ganzen Speisen zubereitet werden, die man auch mit benutzen kann. Ja, und auch das Zimmer ist wirklich top ausgestattet. Ein gutes Bett, Kühlschrank im Zimmer. Kofferablage, großer Schrank, Schreibtisch, Fernseh, Sessel, großes Bad mit Bidet, Dusche, Fenster und Toilette sowie natürlich Waschbecken. Die Zimmer sind mit Fliegengitter ausgestattet, mit Jalousien. Man hat einen Blick, den ihr hier sehen könnt, auf die Stadt und auf die Berge. Ja, ansonsten kann man sich hier frei bewegen. Man kann hier in die Berge laufen, man kann in die Weinberge laufen, in die Olivenhaine. Ja, und man kann das hier alles nutzen, was ihr gesehen habt. Man hat Wi-Fi, ja, welches jetzt nicht gerade schnell ist. Es reicht, um was anzugucken, um ins Internet zu gehen, aber es ist nicht besonders schnell. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Man ist schnell in Pisa, man ist schnell in Viareggio am Meer. Ja. Ein schöner Strand da, warmes Wasser, ja. Warmes Mittelmeerwasser, sehr schön. Man ist schnell in Florenz, hier geht die Autobahn durch, auch nach Florenz. Ja, in Monte Cassino ist man schnell, Prato, Pistoia, wenn man das alles ansehen möchte. Man ist quasi mittendrin. Was ein bisschen abenteuerlich ist, ist der Weg hier hoch. Der ist ja, zum Teil Schotterstraße, zum Teil sehr enge Serpentinen, aber... Also am zweiten Tag ist es mir schon gelungen, entgegenkommende Fahrzeuge zu akzeptieren. Und ja, wir sind alle am Leben geblieben. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Und ja, man gewöhnt sich auch daran. Also das letzte Stück hier zum Haus hin ist Schotter.
Es gibt eine sehr spitzwinklige Kurve, die man dann hochfahren muss. Ja, wenn man das aber geschafft hat, dann wird man wirklich belohnt mit einem fantastischen Ausblick. Man kann von oben auf die Greifvögel drauf gucken, die hier im Wald sich befinden und hier jagen. Man kann, wenn man das möchte, Eidechsen sehen. Also man ist sehr in der Natur. Abends sind hier Glühwürmchen. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, und selbst einen Nashornkäfer, einen riesigen Nashornkäfer haben wir entdeckt, was ganz Seltenes ist. Ja, von daher, also für diese Unterkunft gebe ich wirklich mal 10 von 10 Punkten. Ja, das erste Mal, dass ich wirklich 10 von 10 Punkte gebe. Und wir haben ja bestimmt schon 100 Hotels getestet. Ja. Aber das ist wirklich ein Traum hier. Und du? Ja. Du auch? Also sehr, sehr nette Vermieterin. Also sehr gesellig. Also sprechen Englisch und natürlich Italienisch. Leider ist unser Italienisch noch nicht so gut. Aber sehr, sehr gastlich. Persönlich. Ja, ich würde auch 10 von 10 Punkten geben. Ja, da sind wir uns ja einig. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst natürlich ein Abo da, drückt die Abo-Glocke. Wie immer bleibt das Ganze kostenlos. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Eure Malu. Mein Name ist Susch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und schaut euch das nächste Video an. Vielleicht von Luca, Pisa oder Florenz. Ciao und arrivederci. Ciao, ciao.